So, jetzt sind wir da, wo es weitergeht. Wer wird gewinnen? Die Entscheidung, ja. Final Round. Und los. Ihr also nicht? Der Morgen bricht an. Jetzt gehen auch Unschuldige damit rein. Meister gefunden, Elf. Nur die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Ja. Also, sie haben zwar kein Preisgeld gewonnen, aber sie sind der Sieger dieser Runde und kassieren einen Applaus. Gut, das war's Hallo? Auch. Hallo. Abend. Oh, die gehen da einfach so über die Leiche. Naja, die Wache hat ja nur seine Pflichten erfüllt. Okay. Weiter geht's mit gepimpten Waffen. Schluss jetzt, Myrmidon. Genug mit dem Quatsch. Erteilt ihr diesen Miststücken aus dem gelben Team jetzt mal endlich eine Lektion, oder was? Jo. Bereit für eine Partie. Ihr seid bereit, aber die Arena noch nicht. Die Kämpfe laufen zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr... Gut. Bewegung! Okay. Wir gehen schlafen. Wie lange gehen wir schlafen? Wir gehen... 9 Uhr morgens. Na, werden wohl 11 Stunden reichen. Ja, das reicht vollkommen. So, Stärke auf jeden Fall. Ausdauer. Was kommt jetzt? Das Willenkraft ist wichtig. Hängt er? Bitte, bitte häng nicht. Oh, er hat mein Beten erhört. Oh, das ist ein Langschwert, das, was ich haben wollte. Na, jetzt ist aber zu spät. Du kommst dazwischen die Dingsbums. Ah. Okay, da unter ist auch hübsch. Ist das auch ein Langschwert? Nein, das ist ein Claymore. Gut, es geht los. Schluss jetzt, Myrmidon. Haben wir schon gehört. Bereit für eine Partie. Lasst euch von eurem nächsten Gegner nicht täuschen. Dieser Un... Gut, weiß ich Bescheid. Alles, dass sowas ab 12 ist, nein. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht hier. Der Kämpfer des gelben Teams hat schon zahlreiche Gegner mit seinem Zauberdolch, dem Schimmerschlag, niedergestreckt. Mal sehen, ob das blaue Team seiner Gewinnsträhne ein Ende bereiten kann. Schade, dass man so welche speziellen Waffen, die tragen, nicht benutzen kann. Ah, ein... Oh... So einen starken Schlag habe ich. Verehrtes Boah. Volk, der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom So, das nehmen wir jetzt Team. Mit. Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Oh. Puh. Haben wir durch das Schlafen vielleicht mehr Schaden? Macht die? Nee, ist gleich geblieben. So, weiter geht's. Ich schätze, ihr habt diesem Waldelf erzählt, was ihr von seinem magischen Dolch haltet, hä? Hier habt ihr euer Gold. Saubere Arbeit. Dankeschön. Ihr habt Hunger, Myrmidon. Das sehe ich in euren Augen. Wollt ihr diesen Hunger stillen? Was? Bereit für den nächsten Kampf? Oh, ja. Keine Überraschungen, nur eine ziemlich empfindliche Hochelfe. Geht in die Arena hinaus und lasst sie um Gnade winseln. Das mache ich. Lassen wir sie um Gnade winseln. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr kamt, um einen Kampf zu sehen.
und einen Kampf sollt ihr bekommen. Doch Worte sind etwas für Schwächlinge. Ihr wollt Blut? Schließt die Tore! Ach, Schwarm schließt, öffnet die Tore. Na los. Schon wieder so ein... Was uns der Großmeister gezeigt hat, muss so wirklich stark sein. Erkehrt ist voll. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ja, was für ein toller Spruch. Beenden. Und wieder Geld kassieren. Altmeer, Sie alle handeln edel und gut, bis Sie in einer Lache Ihres eigenen Blutes liegen. Hier habt ihr euer Gold. Legt eine Verschnaufpause ein. Nein, nein. Ist gut so. Ihr schneidet durch das gelbe Team wie das Messer durchs Krebmus. Noch ein Kampf und ihr werdet zum Krieger erhoben. Dankeschön. Der nächste Gegner ist ein Ork mit einer normalen Axt. Er trägt schwere Kleidung und er sieht ziemlich ausgeruht aus. Damit werdet ihr schon fertig. So, wenn das Geld hier in der Arena, wenn wir das durchhaben, sehr viel bringt, werde ich mir vielleicht das Haus in Stinkward kaufen. Ach nein, das konnte ich mir ja nicht kaufen. Wegen diesem blöden Bug. Ich habe mich ja da sympathisch gemacht und er will mir das immer noch nicht verkaufen. Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Aufstiegskämpfe sind sehr beliebt. Seht nun, wie diese beiden tapferen Myrmidonen sich in einen Kampf auf Leben und Tod stürzen. Kämpfer, an die Waffen! Nicht, dass jetzt irgendwann mal schwerer werden, nur mal sicherheitshalber speichern. Oh, das ist der erste, glaube ich, mit einer Kriegsaxt. Ah, das war daneben. Oh, das Publikum jubelt. Dankeschön. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Hier drin kann man das doch theoretisch eigentlich nicht mehr hören, aber... Wollen wir dem Sprecher mal verzeihen. Es gibt nur wenige Dinge, die fürchterlicher sind als ein Ork mit einer Axt. Aber ihr habt nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Dieser Sieg bringt euch den Rang eines Kriegers ein. Gute Arbeit. Dankeschön. Ihr seid jetzt ein Krieger, kein Witz. Die Leute da draußen, die Zuschauer, wissen vielleicht nicht, wie ihr heißt, aber sie kennen euch jetzt. Sehr gut. Sie kommen in diese Arena, um euch zu sehen. Also geht jetzt hinaus und gebt ihnen, was sie wollen. Eine Partie. Die habe ich schon einmal kämpfen sehen. Sie ist eine Nord, sehr schnell, sehr kräftig. Sie nimmt gern das Langschwert und sie weiß damit umzugehen. Unterschätzt sie nicht. Habe ich nicht vor, obwohl ich unterschätze sie eigentlich alle. Komischerweise sind die alle so schwach, schwächern hier alle. Jetzt habe ich auch wieder Lust auf Oblivion. Eine Zeit lang hatte ich, wo das mit der Hexe war, überhaupt keine Lust, Let's Play weiterzumachen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Jubelt den Kämpfern zu. Wenn wir nun die Tore herablassen und die beiden tapferen Wettstreiter ihrem Schicksal ins Auge blicken. Ja. Ich hatte schon mal einen Bug, da sind die Tore einfach nicht runtergegangen. Die hält sich bis jetzt noch am längsten. Verehrtes Volk, der Sieger steht fest.
bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient, ja. So, ich schätze mal, das... Weiß nicht, soll das vielleicht Blut darstellen, dieser rote Kreis? Sieht sehr schlecht aus. Na, aber es gibt... Sonst sieht Oblivion für 2006, wo das rausgekommen ist, sehr gut aus. Hä? Wenn ich eines Tages Großmeister bin, erkennst du vielleicht, dass sie... Ah, einfach mal mitnehmen. Können wir später mal durchlesen. Ihr habt diese Nord ziemlich ramponiert, Krieger. Sie wird wohl in kleinen Stückchen nach Skyrim zurückkehren. Sauber, hier ist euer Anteil. Skyrim, davon wird der nächste Oblivion-Teil handeln. Seht euch doch nur an, ihr seid ja schon wieder da. In Ordnung, Krieger. Bereit für den Kampf? Jetzt grinst er mal endlich wieder. Oh nein, Zauberer. Und genau das ist auch eure nächste Gegnerin. Eine Hexenmeisterin der Hochelfen oder so. Geht einfach nah heran und lasst sie den Dolch spüren. Das wird ihr eine Lehre sein. Gut, weiß ich Bescheid. Wie viel Gold haben wir? Knapp an die 4000. Und ich habe gehört von einem Fan, sagen wir es mal so, dass das an Bravielhaus 4000 kostet. Und hier leuchtet der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Diese Kämpfer ersehnen nichts mehr als euch zu gefallen. Und wenn sie darüber hinaus ihren Gegnern Schmerz und Leid zufügen, dann umso besser. Ein Schutzzauber nehme ich mal an. Verehrtes Volk, boah, war das einfach. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ich weiß nicht, ob das so synchron ankommt, aber ich spreche das synchron. Mit dem Vogel da. Und wir kriegen Geld. Und noch ein Hochelf hat gelernt, was Bescheidenheit heißt. Dank der Nummer 1 unter den Kriegern des blauen Teams. Ihr habt euch euren Anteil diesmal redlich verdient. Sehr gut. Und jetzt